Wir können nur das tun, wovon wir überzeugt sind. Und tu dies, tu das, die Sonne geht am Morgen auf, gleich was du getan hast. Nun, das beweist, dass ihr nicht von eurer Sache überzeugt seid. Dann könnt ihr auch gleich Bauer werden. Oder Fischer oder sonst etwas. Wenn ich glaube, dass eure Handlungen keinen Einfluss auf diese Welt nehmen, nun, dann ist euch nicht zu helfen. Die Welt lässt mich doch nicht da bei mir. Ich hab mich doch zur Ruhe gesetzt. Ein schönes Gut hatten wir, oben in den Greifenfurter Bergen. Und habt ihr erwartet, dass die Götter euch in Ruhe lassen, nur ja, weil ihr euren Tag genau getan habt? Genau das habe ich erwartet. Nun, die Arbeit der Sterblichen ist nie zu Ende. Wenn ihr das glaubt, wie gesagt, dann könnt ihr auch gleich Bauer werden. Es würde keinen Unterschied machen. Aber das Schicksal hat euch zu etwas anderem auserkoren. Natürlich. Es ist die Frage, ob ihr das Schicksal annehmt oder nicht. Nun, vielleicht wird sich diese Wahl irgendwann von selbst stellen. Ich werde dann mal gehen sehen, dass ich irgendwo noch... Ach, was soll's. Er dreht sich um, wirft die Flasche aus dem Fenster. Ich muss an die Arbeit. Bewahrt euren Glauben, mein Freund. Es ist das Einzige, was euch trennt von den Schrecken der Niederhöhlen. Euer Wort in Preyers Ohr. Preyos wird dir höchstwahrscheinlich antworten, wie auch immer er es tut, aber Jelas Khan, Preyos Dank, wird deiner Reise einen weiteren Schub in irgendeine Richtung geben. Und ihr segelt unaufhörlich darauf zu. Sulamin, möchtest du noch irgendetwas tun? In dieser Nacht nicht mehr. Kommen wir am Morgen wir die schon Nacht an? Überhaupt? Das ist die Frage. Ich dachte, wir kämen mehr so abends an. Ihr kommt mitten in der Nacht, also ihr werdet um 7 Uhr, könnt ihr dann Jelas Khan anlaufen, beziehungsweise Preyos Dank. Morgens, das geht ja. Genau, morgens um 7. Gut, dann werde ich nicht mehr dazu kommen, irgendwas anderes zu machen. Gut. Frage noch an Abelmir, wolltest du noch irgendwas machen? Ja, ich wollte mir erstmal wieder zurückgehen und in die zum Schiffsarzt die Wunden nähen lassen und ja, mich dann wahrscheinlich in meinen Hangar zurückziehen. Ja, da sitzt dann auch ebenfalls auch Diamantus, nickt der immer zu, wenn du reinkommst und lässt sich seinen Arm verbinden. Das tat weh, nicht wahr? Ach, die Klinge ist schärfer, als ich angenommen hatte. Wenn Brafim jetzt so eine Waffe führt, dann sind wahrlich die Götter auf unserer Seite. Vielleicht sollt ihr ein wenig Abstand halten zu seinem Kampfstil. Das tue ich sowieso. Also ich glaube nicht, dass Brafim mich beabsichtlich angreifen würde, aber mit der wuchtigen Axt, wenn da ein Schlag daneben geht, da kann ich mit einem Schlag hinterhoppen. Euch bestimmt auch, Kapitän, also wir sollten vielleicht nicht mehr in Brafims Nähe sein, wenn er kämpft. Ja, aber ich glaube nicht, dass er so unfähig ist. Aber er hat recht, es kann immer etwas schief gehen. Ihr solltet vielleicht in der Nacht das eine oder andere Auge zudrücken, wenn ihr es nicht sowieso schon tut. Unten auf dem Allport-Deck, Allop-Deck bei den Holzhackern wird ein kleiner Hahnkampf veranstaltet. Der 1O hat mir gesagt, ich soll die Moral ein bisschen steigern. Und ich habe das genehmigt, oder zumindest für diese Nacht geduldet. Ebenfalls wird ein kleines Fass Rum aus unseren Vorräten fehlen, aber die Mannschaft braucht das, Kapitän. Na gut, solange sie nicht die Routine an Deck stören, soll es mir recht sein. Ihr wisst aber schon, dass falls etwas passiert, ihr verantwortlich seid. Ich werde persönlich unten sein und mir das ansehen. Nicht
Nicht um das wirklich zu überwachen, sondern eher um diesen Answin einzuschüchtern, dass der aufhört mit diesen verdammten Zehennägeln in unserem Essen. Ja, gute Idee. Also, dann ich wünsche euch Bauernschlaf über euch. Danke, Kapitän. Möge Boran auch euren Schlaf wachen. Über euren Schlaf wachen. Ich würde mich dann wieder zurückziehen in meine Kühe und in die Hängematte oder die Kapitänsbett, whatever. Ja, alles klar. Dann kann Diamantis nach einer kleinen Verarztung in Richtung des Orlop-Decks treten, wo dann eben auch schon die Vorbereitungen laufen. Ein großer Kampfplatz, der dann eben eingezäunt wurde. Weiß nicht genau, wo die herkommen, aber man hat hier wohl irgendwie mit einigen Tauen und einigen Stöckchen dann auch schon Markierungen im Boden gemacht, da kleine Löcher reingebohrt, sodass du dann eben auch in die Bilsch reinschauen kannst, wo das Wasser dann unaufhörlich kalt hin und her sprudelt und von der Gischt aufgeworfen wird. Und ja, die Fähnchen werden dann reingesteckt, sodass man da dann eben so einen kleinen Kampfplatz hat. Wenn man die Stöckchen wieder rausnimmt, wird man das wohl kaum wieder sehen können. Und ja, die ersten Trollzacker, die schon erwartungsvoll daneben stehen. Und nach und nach kommen dann eben auch einige von den Maulwürfen mit nach unten dazu. Und natürlich auch viele von den Piraten. Maraskan, da kannst du hier keiner erkennen. Und auch die Dukatengardisten werden sich dieses Schauspiel nicht ansehen. Aber so der untere Pöbel, sag ich mal, vor allem für die Piraten, wird hier eine ganze Menge an gutem rumfließen. Und ja, man macht sich hier schon eine gute Stimmung, bis dann irgendwann mit einigem Stampfen der Füße Selchir und Spinola nach unten tritt und auf seiner Schulter wie immer das Hühnchen El Chikuron. Ja, für diese Mannschaftler machen wir es ja auch. Wir nehmen einen großen Teil der Mannschaft ein. Diamantis wird sich gegen zurückhalten, hinten gegen eins der Fässer lehnen, immer wieder an seiner Zigarre ziehen, zwei, drei an diesem Abend durchrauchen und sich nicht wirklich äußern, auch nichts großartig gegen sagen, dass die da jetzt irgendwas reingebohrt haben, denn die müssen ja jetzt erstmal ihren Spaß haben. Und wenn das Ganze dann irgendwann vorbei ist, würde er sich dann auch als Letzter entfernen, sodass hier auch kein Blödsinn mehr passiert. Ja, Blödsinn passiert nicht, die Stimmung ist gut. El Chikuron, du kannst es auch sehen. Das Hühnchen hat eine Intelligenz, eine gewisse Intelligenz und eine gewisse Bossartigkeit. Und spielt dann tatsächlich mit dem anderen, das ist tatsächlich ein Hahn, ein großer stattlicher Hahn, der gekauft wurde. Und auch wenn El Chikuron wohl weiblich ist, aber der Hahn wird einfach nur, du kannst sehen, wie der Flügel so ein bisschen abgetrennt wird. Und ja, auch das Bein fehlt dann irgendwann, der Hahn wird dadurch einfach noch schärfer. Du hast doch vorher schon gehört, dass dann irgendwie Salz in den Hintern reingeblasen worden ist, aber El Chikuron zerstört diesen Hahn einfach nach und nach. Und es ist vor allem den Trollzackern und den Piraten ein großes Vergnügen, dieses Massaker dieses kleinen Hahns dann mit zu beobachten. Ja, freut mich, wenn die ihren Spaß haben. Ja. Das Ganze wird dann wieder mit viel Wasser, dann auch aus der Bilge oder sowas, dann gereinigt. Man kommt ja auch, kannst du sehen, wie dann wohl ein Junge aus der Hängematte rausgetreten wird, der dann das alles wieder sauber machen muss. Hat er schon geschlafen, aber muss dann wieder aufstehen und die Fähnchen werden wieder entfernt, beziehungsweise die Absperrbänder. Und das Ganze dann eben so wieder aufgereinigt, dass die Offiziere das am nächsten Tage nicht mitbekommen sollten, sie im Orlop-Deck auftauchen. Ja, ich verdecke, also ich zeige nicht, dass ich relativ beeindruckt bin, wie gut die mittlerweile drin sind, das vor der Offiziersriege zu verstecken. Ja, ist auch schon so ein guter Teamgeist mit dabei, kannst du schon erkennen. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ja, und dann, sobald alle anderen schon schlafen in der Offiziersriege, werde ich mich auch in meine eigene Kajüte begeben, wenn das alles unten vorbei ist, und noch das ein oder andere Auge zumachen. Als sie am nächsten Tag aufsteht, ist irgendetwas anders. Ihr schwankt im Wasser, werdet wach. Und als ihr dann nach und nach draußen tretet, könnt ihr vor euch Chilaskan erkennen. Die Segel wurden bereits eingeholt, ihr könnt auf die Insel blicken, die leicht rötlich vor euch liegt. Maraskan hat sich im Winter wieder einmal verfärbt. Es ist hell, das Licht scheint, aber es gibt keine Sonne. Es gibt auch keinen Nebel. Es ist einfach nur hell.
Ja, guten Morgen alle miteinander. Morgen. Da geht dann doch direkt das Gemüt auf, oder? Abenteuer, Kapitän. Bist du ja gar nicht mehr. Verzeih. Haha. Nun, was läuft? Bericht. Ja, was Bericht? Wir sind vor Jilaskan. Es gibt keinen Hafen, wir müssen mit den Booten wieder rüber. Nichts von irgendwelchen Paktierern zu sehen. Keine anderen Schiffe vor Ort. Hervorragend. Nun gut. Asolf, was ist das Schiff, während wir weg sind? Wir sind sicherlich heute Abend wieder da. Ja, alles klar. Zu Sex oder bleibt Boltax jetzt hier, weil er ein Zwerg ist? Oder wie? Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Boltax drückt sich immer noch vor meinem Zaun, weil er den Mast verzaubert hat. Lass ihn ruhig unter Deck herumwuseln. Ja, wie gesagt, ich hatte das irgendwie mitbekommen, dass die in Jilaskan keine Zwerge mögen, aber Zauberer wohl auch nicht, oder wie? Ist mir egal, Abenteuer. Nun, ich bin mir sicher, sie werden sich respektvoll verhalten, solange aber mir sich respektvoll verhält. Apropos, guten Morgen, Captain. Natürlich. Guten Morgen. Nun, Rafim, wie geht's dir? Ja, mir tut alles weh. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, und ich glaube, ich habe mir die Wunde an der Schulter schon wieder aufgerissen. Na, scheiße! Vielleicht sollte ihr einen aber zum Bordheiler gehen. Nein, 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 das muss natürlich heilen. Nun, es wird fürchterlich brennen, wenn sie mit Salzwasser in Kontakt kommt. Ja, ihr versteht es. Ja, nun gut, ist eure Entscheidung. Das wird einen schönen Abend. Ja, Kapitän 1O, wollen wir vielleicht auf die Insel die Magistratin mitnehmen? Ich meine, wir haben gehört, dass da möglicherweise Paktierer ebenfalls zu uns stoßen und sie ist eine fähige Schätzin. Ich habe schon eine Weile nichts mehr von ihr gesehen. Außerdem ihr, ein wenig Landgang wird dir gut tun. Und bring auch noch eine Handvoll Dukatengardisten mit. Nur für den Fall. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann wollte dieser Kanesitianer auch wieder mit rein, oder? Ich hatte zumindest mitgehört, dass er Boltax begleiten wollte, aber er sagte zumindest, dass er mit auf die Insel will. Ich werde ihn fragen gehen. Irgendwas mit der Bibliothek hier oder so. Ja, gut. Dann lass zwei Boote fertig machen. Weil ich habe zwei Boote ausreichend für alle jetzt. Keine Ahnung. Denk schon. Ja. Kapitän, wie viele wollt ihr denn? Denke, also Mann. 5 Dukatengardisten müssen ausreichen. Ihr wünscht. Wir sollten alle miteinander in die Schaluppe passen. Ja, dann diese Magistratin, die aus Pericum oder wen meinst du jetzt? Hivilla, ja. Ach so, ja. Okay, ist das eine Magistratin? Ich dachte, das wäre eine Bogenschützin. Sie hat sich uns als Magistratin vorgestellt. Marix. Die Jagd ist das ureigenste. Der ureigenste Zeitvertreib des Adels. Natürlich ist der eine gute Bogenschützin, so wie ich es war. Ja, alles klar, dann sag ich ihr Bescheid. Hey, Fuchsäcker, komm rüber! Abenteuer! Mich entschuldigt, ich werde keine Zetianer holen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ihr sagt Abenteuer. Soll ich euch begleiten auf diese Insel? Ja, es würde euch etwas gut tun, etwas, nun ja, Land wieder unter euren Füßen zu haben. Sehr gerne. Irgendwas, was ich beachten müsste? Immerhin ist das Maraskan, wenn ich das hier richtig mitbekommen habe. Nun, ihr solltet nicht zaubern. Aber das könnt ihr eh nicht. Korrekt. Ihr solltet euch Prios gefällig verhalten. Unser Einzelne wird uns voll um die Bedingungen einweisen, wenn wir auf der Insel sind. Aber sagt, Marix, wo ist denn noch die Arbalette, die ich euch gegeben habe? Soll ich die mitnehmen? Armbrust auch einpacken? Nun, womit ihr auch immer besser umgehen könnt. Aber die Arbalette würde ich... Hat eine höhere Reichweite. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und eine höhere Durchschlagskraft. Also ist an allem besser. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn dies eine Prios-heilige Insel ist, dann... Nehme ich das gerne mit. Ich wüsste jetzt nicht, erwartet ihr Schwierigkeiten? Ja. Wir haben keinen Streit mit den Bewohnern dieser Insel, das nicht, aber wir befürchten, dass sie überfallen worden sein könnten oder vielleicht steht das auch erst noch bevor. Das wird ja immer interessanter mit euch. Ich komme gerne mit.
Wir haben solche Art Kunde aufgegriffen, als wir die Paktiere aus dem Wasser gezogen haben. Also es könnte außerordentlich gefährlich werden. Deswegen auch die Dukatengarde. Nun, also gut. Dann hole ich meine Fernkampfwaffen und dann geht das los. Ah, guten Morgen, Jarlan. Ah, Kana Zetiana. Boltax wird uns nicht mit auf Gilas Khan begleiten. Möchtet ihr uns trotzdem Gesellschaft leisten? Nun, selbstverständlich, gerne. Vielleicht kann ich ja mit eurem guten Zug reden und ich glaube, man... Vielleicht kann ich mit eurer Hilfe ja tatsächlich in die Bibliothek und dort die Bücher bekommen, die dort nicht frei zugänglich sind. Das sind natürlich die spannendsten. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber Fragen kostet bekanntlich nichts. Packt eure Sachen, wir brechen gleich auf. Er greift sich seine Umhängetasche, mit der ihr ihn auch kennengelernt hattet, und mehr braucht er wohl nicht. Und dann treffen wir uns mit den anderen beim Boot. Ja, kurze Zeit später steht Kane Setiane und Hüvela Marix Fuchsecker vor euch aufbruchbereit. Ja, ich bin ebenfalls nochmal in meine Kajüte gegangen, hab mir meine Abalone über die Schulter geworfen, Dick Hörl einmal zu genickt. Wir sind bald wieder da. Halt hier die Stellung für mich. Und er geht dann zum Boot. Ja, da kann ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Das hast du wunderbar gemacht, Tekala. Ich stelle mich ebenfalls gerade hin. Und auch wenn es nicht nötig ist, salutiere ich einmal vor ihm. Ja, er bleibt im Stehen gestanden. Würdig. Okay. Dachte, ich soll so bleiben. Nein. Du stellst dich so hin, wenn ein Offizier an dir vorbeiläuft, dann gehst du ins Stellgestanden. Und wenn du den Befehl rühr dich kriegst, dann darfst du dich wieder bequem hinstellen. Dass du das merken kannst. Okay. Und dann gehe ich zum Boot und mache nur die letzten Vorbereitungen, damit wir direkt mit den beiden Booten ablegen können. Und zumindest das mit der Ordnung nehmt ihr ja ernst, wenn ihr es ihm beibringt. Ich muss schon sagen, ich bin ziemlich stolz auf ihn, was er in der letzten Zeit alles gelernt hat. Und dass er unsere Sprache so schnell angenommen hat. Nun ist es nicht perfekt, aber sein Brabaki verständlich und mindestens so gut wie Kapox seins. Wenn ihr jetzt den Maraskanern noch Gareti beibringen könntet, das wäre wirklich gut. Ach, diese Bürde nehme ich nicht auf mich, eins so. Also, das kannst du ihm nur erledigen. Na gut, lass den Kahn runter! Kahn runterlassen! Klatsch! Ihr könnt nach unten klettern und nach drüben rudern. Kane Setiana packt sich derweil seine Tasche, presst tief an sich heran und Hüvela Marix Fuchsecker spielt derweil mit ihren Arbalonen umher, lädt sie, entlädt sie und wieder das gleiche nochmal. Wenn ihr auf die kleine Insel und den Hafen zurudert, wirklich ausgebaut ist er nicht, er ist einfach nur ein sandiger Strand, an dem sich dann einige Hütten anschließen, könnt ihr noch erkennen, wie dort ein großer Tempel aufragt, der die ganze Silhouette von Praios Tank dominiert. Die güldene Halle unseres Herrn Praios. Ein wahrlich monumentaler Bau. In Jahrhunderter mühevoller Arbeit haben die Jidaskaner hier einen Prunktempel im ukurianischen Stil errichtet. Eine gewaltige Säulenhalle aus Alabaster und Edelhölzern, die dann natürlich auch von Maraskan kommen, mit einem goldenen Dach gekrönt, so ähnlich wie es dann eben auch die Stadt des Lichts dann eben ausmacht. Der Glanz vom Sonnenlicht wird hier meilenweit zu sehen sein, aber ihr blickt noch einmal nach oben. Ihr seht keine Sonne, ihr seht auch keinen Nebel, es ist einfach nur Licht da. Zahlreiche andere Gebäude, die ihr dann noch erkennen könnt, wird er weiter und weiter heranrudert. Der Grafenpalast, ein Klosterkomplex, eine kleine Bibliothek, die an diesem Kloster angeschlossen ist. Und habt so Zeit zu rudern. Eine Götter- und Kultprobe bitte. +12. +12. Oje. Ja, jetzt mal gestaltet. Damit wir jetzt die große namenlosen Siegel auf dem Dach erkennen. Ja, sonst hätte ich +13 gesagt. Stimmt. Uff, die 20. Würde sich lohnen, das zu shippen? Nein, würde es nicht. Ja, Zulamin, dich hat das Licht schon die ganze Zeit über gestört. Aber
Gestern war das noch nicht so. Und auch vorgestern nicht. Und es gibt, wie gesagt, auch keinen Nebel, kein Wetter, was das erklären könnte. Das Wetter ist gut. Auf der Insel könnt ihr auch das ein oder andere Tier hören, irgendwelche Affen, die herüberkeckern. Und die Vegetation sieht gesund aus, so wie man das erkennen kann. Aber das Licht stimmt trotzdem nicht. Also, es war die letzten Tage nicht so, aber da waren wir ja auch noch nicht auf Chilaskan. Korrekt. Jetzt vor Chilaskan ist es aber so, dass die Sonne fehlt. Uramin kneift ein wenig die Augen zu. Gewiss, sie hat nicht geschlafen, aber sieht sehr unglücklich aus. Fällt das hier nicht? Warum nicht? Doch ein schöner Tag. Dieses Licht. Sag Jalan, könnt ihr seinen Ursprung bestimmen? Nie seinen Ursprung. Sicht kommt vom Preis, Auge im... Ja. Ich kann die Sonne nicht sehen. Es ist dieses grelle, weiße Nichts. Irgendwie ortlos. Babel mir, erzähl mir was. Was soll ich euch erzählen? Ich weiß nicht, warum dieses Licht so ist, wie es ist. Ich hatte erwartet, die Insel in Sonnenlicht gebadet vorzufinden. Ich auch. Nun, wir werden wohl anlanden müssen, um genaueres herauszufinden. Hier in diesem Boot können wir wohl nicht herausfinden. Ist das vielleicht die Wirkung dieses Magiebandes, von der ihr schon gesprochen habt? Deswegen sehen wir die Sonne nicht. Nein, das denke ich nicht. Warum sollte der Magieband Prayers Auge von der Insel fernhalten? Das macht doch nun mal gar keinen Sinn. Ja, weiß ich nicht. Das ist das einzige Besondere, das ihr an der Insel erwähnt habt. Also dachte ich, das liegt zusammen. Hat das vielleicht irgendwas mit diesen Bewohnern zu tun, die damals aus Gareth gekommen sind? Einmal mehr frage ich, warum Prayers nicht auf sie hinabblicken sollte. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir zu spät gekommen sind. Und etwas geschehen ist. Wollt ihr mir sagen, Melarion Manning hat die Sonne gestohlen? Nein, wann habt ihr zuletzt etwas von Jilaskan gehört und seinen Einwohnern? Wirkliche Neuigkeiten? Ich kramme mal in meine Gedanken zu unserem letzten vermutlich Besuch in Gareth zurück. 1-2 Jahre vielleicht? So direkt? Nun, wir haben allerdings, ihr vergesst nicht, die Sucher getroffen. Sie sind bestimmt hier durchgekommen. Wir wissen es nicht. Mit absoluter Gewissheit. Mhm. Vielleicht ist etwas geschehen mit der Insel, mit dem Heiligtum. Und dann sollten wir es wohl herausfinden. Seht so, dass die Waffen durchgeladen sind und halte die Augen offen. Hier eins so, nimm mein Fernglas. Ihr könnt die Küste somit beobachten, während ich ruder. Oh, Götter, ist das hell. Was sehen meine Nicht-Elfenaugen? Ihr könnt erkennen, dass während ihr auf die Insel zurudert, sich dort am Strand etwas tut. Die einzelnen Fischer werden beiseite geschickt und just wenn ihr ankommt, könnt ihr erkennen, dass dort 10 Soldaten aufgebahrt sind. Ebenso mit den heraldischen Symbolen eines Grafenhauses und eine Dame, die sich dort postiert hat. Ebenso mit einem Ornat und verschiedenen heraldischen Symbolen, die sie als Gräfin ausweisen. Ein großes Banner, was dort steht, eine 8-strahlige Sonne auf blauem Hintergrund, die dann in den Strand gerammt wird. Und so sind es eben nur noch wenige Meter, vielleicht eine Minute noch, die ihr habt, bis euer kleines Boot am sandigen Strand anlandet. Ich springe natürlich zuerst vorne vom Bug. Pajas zum Gruße. Dobry den ja. But so nicht kommst, der Boy. Sei die Sonne mit euch gegrüßt. Ja. Wer seid ihr? Wenn ich mich vorstellen darf, Jalan dreht sich einmal um, hilft mir ab mir von hinten raus. Ich bin Jalan Goldhand und wir sind von der Mondsilbernen Drachentöter. Da. Ich bin Trond hier von Alfts. Die Gräfin.
Es ist eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Ich habe viel von euch gehört. Der Bannstrahler. Ehemals. Und Albuinit. So sieht es aus. Seid uns willkommen. So ihr keinen Lug und Trug in eurer Hinterhand führt. Ihr habt eure goldene Hand verloren, da? Bittererweise ja. Paraios gibt und Paraios nimmt. Aber wenn wir etwas im Schilde führen, soll er uns hier jetzt und sofort niederstreiken. Sie schaut einmal in Richtung des Himmels. Nickt ich habe zumindest nichts vor. Ich schaue mich mal um auf meine Kameraden. Nickt. Sie nickt. Und betrachtet dann die anderen. Eure Mittelsmänner und Frauen. Kameraden. Kameraden, da. Sagt, also gut, seid willkommen in Paraios, Dank auf Jidaskan. Bevor wir weiter Begrüßungen austauschen, wir haben Nachricht bekommen, dass Valarion Manning mit einer Flotte auf dem Weg sei. Ist er bereits eingetroffen? Ja, davon wissen wir nichts. Nun solltet ihr eure Wachsamkeit erhöhen. Da. Wir wissen nicht, was er sucht, aber... Danke für die Warnung. Uns ist der Schlechter selbstverständlich bekannt. Wir werden die kaiserlichen Seesoldaten abrufen. Sie müssen sich irgendwo auf Patrouillengang befinden. Wir haben einen wichtigen Gast. Aber das seid ihr ja auch. Immerhin habt ihr den Reichsverräter vor ein paar Jahren niedergestreckt, ne? Oh, ihr tut uns trotzdem zu viel des Guten. Dem Sonnenmarschall können wir natürlich nicht das Wasser erreichen, was die Wichtigkeit angeht. Da. Na, man spricht mal gut von euch und mal schlecht, je nachdem, wen man fragt. Da. Wie ihr wisst, ist die Wahrheit unverrückbar. Das ist... Um sie zu finden, ist unsere Herausforderung. Wir mischen uns nicht in die Differenzen der Kirche ein. Ihr wart Bannstrahler und dementsprechend ein... gebildeter Mann. Man habt für die gute Sache gekämpft und habt, wie gesagt, einige Verräter niedergeschlagen. Und ihr habt Alduin gedient. Bis zum Schluss. Wir mögen diese Zwist, diesen Disput mögen wir uns nicht einmischen. Aber er war Wahrer der Ordnung. War er. Hab noch einmal Dank für diese aufwendige Begrüßung. Wir hörten, er lebt noch. Tut er nicht. Alles andere ist eine Unwahrheit. Ich sah ihn sterben. Nun, diese Gerüchte hatten wir auch, dass er im Drachenfeuer vergangen sei, aber laut unseren Berichten, die uns in letzter Zeit erreichten, haben wir gehört, dass er in der Wildermark immer noch die heiligen Lande bewirtschaftet. Eine Sonnenmark ausgerufen hat. Da. Vielleicht hat jemand den heiligen Mantel auf sich genommen und führt seinen Weg weiter fort. Ich hatte nicht die Kraft. Also gut. Dann seid uns willkommen und wir bedanken uns für eure Warnung. Wir werden die unsere Wachsamkeit verstärken. Ich verneige mich noch einmal und wende mich dann erstmal wieder meinen Kameraden zu.